Im Grundsatz wollen wir mit BIM erreichen, dass wir die doppelten Arbeiten möglichst reduzieren. Mein Name ist Ramon Schweizer. Ich habe vor eineinhalb Jahren bei der ERNE angefangen als Leiter BIM und Digitalisierung. Ich war seither für alles mehr oder minder verantwortlich gewesen. Von Strategie zum Operativen. Jetzt im Moment ist es ein bisschen mehr Strategische, das ich darf und soll machen. Und das Operative habe ich jetzt auf mein Team können und dürfen auslagern. Mein Name ist Henrik Griedner, ich bin gelernter Bauzeichner. Ich mache viele 3D-Aufnahmen mit dem Scanner oder mit der Drohne für Ausmess für Bauführer von der Baugrube und auch ein bisschen 1-zu-1-Betreuung mit dem Polieren draussen auf der Baustelle. Ich bin Tobias Kosserow, bin gelernter Bautechniker. Hauptsächlich mache ich Modellaufbereitung, eigene Modellierung für die Kalkulation sowie auch für die Polierer auf der Baustelle, um schwierige Situationen zu erklären und gleichzeitig auch die Polierbetreuung. Ich bin der Pfister Serge, ich bin diplomierter Polier. Ich helfe ein bisschen optimieren im Büro, bevor der Bau eigentlich anfängt. Unterstütze mein Team bei allem, was sie sonst brauchen und bin hauptsächlich verantwortlich dann für die Baustellenbetreuung von den Polieren. Unser BIM-Team entwickelt sich weiter, hingegen Softwareentwicklung. Also wir haben einen Softwareentwickler angestellt, der uns vor allem hilft, unsere Schnittstellen zu schliessen. Weiter wollen wir unsere Vermessung professionalisieren. Also dort suchen wir einen Geomatiker, der uns dort unterstützen kann, das nötige Know-how einbringen, weil wir sind davon überzeugt, dass wir dort auch für unseren Prozess die Vermessung optimieren können und dort auch grossen Nutzen daraus ziehen können.